Herzlich willkommen zu Liebe zur Bibel, heute ohne Jasmin. Wir uns ein paar Gedanken machen zu einem Thema, mit dem sie mit der Janina schon mal einen Podcast gedreht hat. Und zwar ging es dabei da um die Frage, wie kleiden sich Frauen, was ist die Verantwortung der Frauen dabei und was ist anständiges Kleiden, was ist vielleicht nicht so anständig. Und haben wir über verschiedene Dinge gesprochen. Und auf diesen Podcast hin kamen ein paar Jungs und meinten, hey, dass es ein guter Podcast gewesen ist, aber dass es vielleicht ein bisschen einseitig war, weil da so ein bisschen die Männerperspektive beigefehlt hat. Wir sitzen hier, das ist Daniel, ich bin Nathanael und wir wollen uns ein bisschen Gedanken machen aus der männlichen Perspektive. Wie denken wir darüber? Was sagt die Bibel auch zu uns und was ist unsere Verantwortung dabei? Und Daniel, lass uns doch gleich starten. Was würdest du sagen, ist so die Männerperspektive auf die Frage, wie sollen sich Frauen kleiden? Gibt es überhaupt Stellen, wo das vielleicht auch auf den Mann, wo der Mann vielleicht angesprochen wird direkt? Oder wie denkst du bei dem ganzen Thema? Was sind deine Gedanken dazu? Vielleicht würde ich das gerne erstmal so dahin lenken, was ist denn erstmal die Verantwortung des Mannes an dieser ganzen Geschichte? Ne? Wir wissen, okay, viele ziehen sich ein bisschen anrüchig an, wir können uns nochmal Bibelstellen anschauen. Mhm. Aber was machen wir persönlich als Männer? Und da kam mir doch irgendwie diese Bibelstelle ins Herz aus Sprüche 4 und da ab Vers 23 und nochmal Vers 25. Ich lese uns einmal vor. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und dann Vers 25. Lass deine Augen geradeaus schauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mhm. Und ich denke, diese Bibelstelle zeigt uns ganz viel über die Verantwortung, die wir auch als Männer heutzutage tragen. Ja, es geht natürlich darum, dass wir unser Herz bewahren. Denn wir wissen halt, von unserem Herzen kann ja auch viel Böses ausgehen. Und wenn ich natürlich möchte und auch irgendwo genau hinschauen möchte, sagt mir mein Herz das ja sicherlich. Aber dann ist gleichzeitig das Problem auch immer wieder das Auge. Das Auge ist immer wieder auf so Dinge gerichtet, die wir gerne sehen wollen. Und in dem Sinne auch häufig gerade eben auf die Sexualität. Das heißt, wir kriegen hier eigentlich den Tipp, auch die Verantwortung des Mannes. Wir sollen unsere Augen geradeaus auf das richten, was vor uns liegt. Und vielleicht mal eine Sache ganz spannend, wissen wir aus der Bibel, wir sollen uns ja immer auf das Kreuz richten. Ja, und ich glaube, das ist auch die Lösung. Ne? Wenn wir gegen die Sünde kämpfen, dann brauchen wir etwas, was an die Stelle der Sünde tritt. Und das ist für uns Jesus so. Ne? Wenn wir nicht unseren Blick stattdessen auf Jesus richten, dann wird es uns unglaublich schwer und unmöglich sein, unseren Blick wegzurichten von etwas anderem. Jetzt hört man ja auch oft, dass die Männer da die Verantwortung haben. Ne? Jesus sagt ja auch, wir sollen nicht Frauen begehren oder begehrlich anschauen. Kann man jetzt sagen, wie es oft gesagt wird, dass es also 100% die Verantwortung des Mannes ist? Oder kann man andersrum sagen, es ist aber auch 100% die Verantwortung von Frauen, sich richtig anzuziehen und sich da eben nicht so irgendwie zu kleiden, dass das für den Mann irgendwie eine Versuchung oder ein Anstoß sein könnte? Wo würdest du sagen, liegt die Verantwortung? Kann man sagen 100% Frau oder 100% Mann oder 50-50 oder wie siehst du das? Mhm. Also davon bin ich auch überzeugt, dass die Bibel ganz klar, wir haben eben schon gesehen, die Verantwortung liegt auf jeden Fall beim Mann, 100%. Also wir müssen wirklich unsere Augen ganz klar fixieren. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, 100% auch gleichzeitig für die Frau. Denn es gibt genug Bibelstellen, die wir auch jetzt da auch nochmal uns anschauen könnten. Einige von den Dingen haben ja auch schon Janina und Jasmin besprochen. Aber wir wissen zum Beispiel aus dem 1. Timotheus 2,9 wissen wir, dass eben halt auch Frauen sittsam und keusch sein sollen. Keusch übrigens so ein Wort, ist ja irgendwie immer so ein altdeutsches Wort. Mhm. Aber keusch so auch bedeutet auch so die Sexualität eben halt nicht so darzustellen, ne, und eben halt so gleichzeitig zu zeigen. Wir wissen gleichzeitig, dass wir immer wieder den Auftrag bekommen, und das gilt für alle übrigens, 1. Thessalonicher 2, Vers 12 beispielsweise, wir sollen Gott würdig wandeln. Mhm. Und dann vielleicht, das fand ich nochmal ganz interessant, ich fand die Stelle aus Römer 15 ganz interessant, wo es gerade darum geht, ich kann sie gerne nochmal so vorstellen. Ja, vielleicht liest du sie einmal vor für uns, dann. Ja. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, was da steht, vielleicht ist es ganz hilfreich. Römer 15, welcher Vers war das? Von Abvers 1 bis 3. Und das Schöne ist, wir kriegen auch noch so einen Blick von Jesus auch dabei. Mhm. Dort steht, Römer 15, 1 bis 3, wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Und dann, denn jeder von uns soll seinem Nächsten Gefallen zum Guten, zur Erbauung. Und dann auch das Bild, was von Jesus hier aufgezeichnet wird. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst Gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ja, stark. Das trifft das, glaube ich, ziemlich gut so. Ne? Es gibt ja auch die Stelle, wo es um Götzenopferfleisch geht, wo Paulus sagt, wenn ihr sollt kein Götzenopferfleisch
essen, wenn das anderen Gläubigen zum Anstoß ist. Und ich glaube, so ähnlich kann man das hier auch sehen, ne? Und gerade das Thema Begehren, da geht es ja oft um Männer. Und ich habe das Gefühl, in allen kleinen Gruppen, auf allen Freizeiten, wo nur Jungs sind, geht es um das Thema. Und ich glaube, es gibt aber tatsächlich auch die Verantwortung der Frau so, ne? Dass Männer sollen nicht begehren, aber Frauen sollen auch nicht so das Begehren haben, begehrt zu werden, ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich oft die Herausforderung, die dann vielleicht auf der anderen Seite liegt. Und ich hatte schon häufig Gespräche mit verschiedenen Jungs, die dann, also oftmals in Seelsorge, ist ein Gefühl Thema Nummer eins, die gesagt haben, ey, mit unserem, so wie Hiob gesagt hat, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen und ich bin echt am Kämpfen und möchte echt Gott da auch ehren und da Heiligung wachsen, aber es fällt mir unglaublich schwer und ich habe jetzt ein paar Monate geschafft, da auf einem guten Weg zu sein, aber immer wenn ich in der U-Bahn sitze oder irgendwo unterwegs bin, dann bin ich wieder versucht davon, weil Frauen sich teilweise dann doch sehr aufreizend anziehen. Was würdest du solchen Jungs vielleicht mitgeben? Vielleicht ist es auch interessant für die Frauen da zu hören, was du dazu denkst. Jungs, ganz praktisch an diesem Punkt ist es immer ganz klar, wir haben eben schon über die Augen gesprochen. Das heißt nicht, ihr müsst jetzt immer verschüchtert die ganze Zeit immer weggucken und könnt keine Frau angucken, sondern was ihr anfangen müsst, erstmals natürlich Gott zu bringen, aber gleichzeitig auch zu sagen, ich möchte meine Schwester als meine Schwester auch sehen. Dass du einfach auf dein Herz dabei achtest, dass du ganz genau weißt, diese Person soll ich lieben, weil Jesus es mir gesagt hat. Und ich muss mich nicht auf diese sexuellen Dinge dann weiter beziehen. Und dann kommt ja das Coolste eigentlich, wenn Gott euch dann doch mal eine Frau in eurem Leben schenkt, dann dürft ihr auch gleichzeitig auch da natürlich diese Frau auch darin so lieb haben. Aber das möchte ich euch ganz praktisch mitgeben. So passt eben halt darauf auf und fangt an, eure Schwestern als Schwestern zu sehen. Ja, und flieht die Versuchung auch, ne? Ja. Ja, zu der Frage mit der Verantwortung. Ich glaube, es ist 100% meine Verantwortung als Mann, auf meine Augen zu achten und auch Frauen als meine Schwestern zu sehen und auch mit allem, was ich tue, Gott die Ehre zu geben. Und ich glaube auch, dass Frauen 100% eine Verantwortung haben für sich selbst und dass wir auch Verantwortung haben füreinander, ne? Uns da in der Nachfolge anzuspornen, auch in der Heiligung und ein Segen zu sein im Leben voneinander und nicht Stolpersteine, dass wir uns gegenseitig zur Sünde versuchen oder verleiten. Ja, deswegen vielleicht hilft euch dieser Gedanke, dass ihr ihn mitnehmt, umsetzt in der nächsten Woche. Egal, ob ihr Jungs seid oder ob ihr Mädchen seid, ich glaube, das ist ein praktisches Thema für uns alle. Ja, stark. Danke, Daniel. Richtig gute Gedanken. Eigentlich ist es ja immer noch ein Instagram-Kanal für Frauen in erster Linie. Aber weil eben auch ein paar Gedanken und ein paar Fragen von Jungs kamen, dachten wir, wir setzen uns einfach mal hier hin, teilen unsere Gedanken. Ist auch schwierig, dass wir jetzt als zwei für alle möglichen Typen reden. Da gibt es bestimmt auch verschiedene Meinungen dazu. Aber das sind zumindest die Verse, die uns eingefallen sind, die Gedanken, die wir dazu haben. Ja. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie Jasmin. Wahrscheinlich machen wir dann nochmal einen anderen Podcast darüber. Schreibt uns auch gerne in den Kommentaren übrigens. Ne? Also schreibt uns gerne in den Kommentaren, dass ihr vielleicht auch, wenn ihr Themen habt, wenn euch das Format gefällt, sagt uns gerne Bescheid. Dann können wir nur noch sagen, bye bye. Und bis zum nächsten Mal.